Willkommen in Orga TV. Wir haben wieder tolle Beiträge für euch vorbereitet. Und später bekommen wir noch Besuch von Mr. President persönlich. Und jetzt, Emma, wir haben ja jede Woche einen Hidden Champion. Kannst du uns nochmal erklären, was ein Hidden Champion ist? Also ein Hidden Champion ist etwas ganz Besonderes, was nicht so bekannt ist, aber total cool und jeder sollte es kennen, finde ich. Und wir haben auch drei Kategorien. Die erste Kategorie ist Uni-intern. Dann haben wir Person und Unternehmen. Stimmt's, Ali? So ist es. Jetzt was ganz Traditionelles. Was hast du eigentlich dieses Wochenende gemacht? Also mein Wochenende diesmal war viel interessanter als die letzten Wochenenden. Und zwar hat mein Bruder am Samstag standesamtlich geheiratet. Und das war keine normale Hochzeit, ja. Die war auf drei Sprachen. Und zwar auf Französisch, auf Russisch und auf Deutsch. Und das war eine richtig Multikulti-Hochzeit. Wir haben auch danach gefeiert und es gab auch eine Menge zu essen und so, unter anderem Schnitzel, Rotwein und ein paar haben im Hintergrund Kalinka gesungen. Ja, perfekte Kombination. Genau. Und wer nicht das Glück hatte, auf eine MKH zu gehen. Eine MKH? Multikulti-Hochzeit. Ah ja, okay. Ja. Wer nicht das Glück hatte, es gibt auch andere Möglichkeiten, Fun zu haben. Zum Beispiel in Fun Forest. Heute im Hochseilgarten Fun Forest an Jägersburger Weiher. Bei verschiedenen Übungen ist es Aufgabe der Teilnehmer, in gewaltiger Höhe die unterschiedlichen Hindernisse zu überwinden und so von einem Stamm zum anderen zu gelangen. Die unterschiedlichen Schwierigkeiten der Übungen fordern das Team und den Einzelnen in Kopf, Herz und Hand. Neueste Studien belegen es deutlich, gemeinsame Kletteraktivitäten haben signifikante Auswirkungen auf das Wir-Gefühl und das Selbstvertrauen. Firmen bietet er grandiose Teambildungsmöglichkeiten, er zeigt den Teilnehmern ihre vermeintlichen Grenzen und lässt sie diese überwinden. Teambildungsmöglichkeiten, Wir-Gefühl, Selbstvertrauen. Von was schwätzen du eigentlich? Es war einfach nur richtig geil und hat extrem viel Spaß gemacht. Ich filme, ne? Gott! Man darf echt nicht mal nachgucken. Michelle kommt mit vollem Karacho! Hi! Sind jetzt auch eingetroffen hier oben. Oh, Ameise. Die haben jetzt anscheinend nicht mehr die Angst vor der Höhe, sondern die fürchten Angst sich eher vor den Ameisen. Los geht's. So, jetzt kommt die Michelle. Die scheint mir ziemlich schnell unterwegs zu sein. Also ich glaube, die brauche ich auch nicht hierher zu hangeln. Ja,
ist das heiß hier. Ja, und wie, was wir alles nicht für unsere Zuschauer machen. Genau. Aber war richtig cool, der Beitrag. Finde ich auch. Ali, wolltest du nicht auch als Kind immer Pirat sein? Ich wurde immer zum Piraten, wenn ich keine Lust mehr hatte, He-Man zu sein. Also hast du dann immer Pirat gespielt und Schiffe erobert? So ist es. Also ich finde, das ist eine ganz... Das, der nächste Beitrag ist was ganz Tolles für dich. Genau das Richtige. Denn da kann man auch richtig cool Pirat spielen. Und da bin ich mal gespannt. Viel Spaß. Okay, Philipp. Hast du alles super gemacht bisher. Und jetzt wirst du zum richtigen Pirat in unserem Piratenparcours. Das erste Element ist da vorne gleich unsere Fassrutsche. Okay. Da ziehst du dir zuerst das Fass her. Und in diese Tonne hier fädelst du das Seil ab. Schön sauber, dass ich das nachher wieder abfädeln kann. Mhm. Dann ist hier eine Bremse, da kriegst du das Seil ein. Dann steigst du in das Fass rein, checkst dich in den Sicherungspunkt und hängst auch den Karabiner hier vorne ein. Und dann löst die Bremse und rutscht los. Okay, auf den letzten paar Metern greifst du das schwarze Seil und dann ziehst du dich ran. Nach dem Fass teilt sich der Parcours geradeaus, geht in den Knochenpfad, da geht's richtig rund. So, das war die Einführung in den Piratenparcours und los geht's. Der Hochseilgarten wurde 2009 eröffnet. Seitdem klettern schon über 60.000 Gäste durch die 8 spannenden Parcours in einer Höhe von 1,5 Meter bis 16 Metern. Philipp hat für euch den Piratenparcours getestet, der nur für wahre Piraten geeignet ist und eine Kletterhöhe von 12 Metern hat. Er ist jedoch erst ab 14 Jahren zulässig. Trotz der enormen Schwierigkeit ist für die maximale Sicherheit durch permanente Sicherungssysteme gesorgt. Der Hochseilgarten Homburg bietet aber noch viele weitere Attraktionen. Eine davon ist das Nachtklettern, das während der Saison zu verschiedenen Terminen angeboten wird. Einstieg in die Parcours ist um 20 Uhr, noch vor Anbruch der Dunkelheit, und dann Klettern bis 24 Uhr. Für Speisen und Getränke ist natürlich gesorgt. Philipp hat das Piratenschiff erobert und ist jetzt ein echter Pirat. Hört sich ja wirklich lustig an. Ja, finde ich auch. Und ich denke, Philipp hat sehr viel Spaß gehabt im Fun Forest. Findest du nicht auch? Ja. Ich denke mal, das Abenteuer war richtig, richtig anstrengend, oder? Der ist bestimmt abends komplett tot ins Bett gefallen und konnte nicht mehr. Und dann, wer kennt es nicht, mitten in der Nacht hat man plötzlich Hunger oder der kleine Durst meldet sich zu Wort. Aber was nun? Du hast nichts zu Hause und die einzige Möglichkeit, die man noch hat, sind die überteuerten Tankstellen. Wer kommt dann ins Spiel? Natürlich unser Hidden Champion. Hey, hier ist Lukas und ich stehe hier bei einem weiteren Hidden Champion in Saarbrücken, in der Richard-Wagner-Straße im Haus der Zukunft bei Medons Getränkeservice. Sonntagabend, 21 Uhr und kein Bier mehr zu Hause? Kein Problem. Medons Getränkeservice hat immer für euch offen. Kommt mal mit. Medons Getränkeservice befindet sich in der Richard-Wagner-Straße 67, gleich am Haus der Zukunft, und unterscheidet sich nicht nur durch seine Räumlichkeiten von so manch anderem Getränkemarkt. Tom, der Inhaber, öffnet seine Pforten im Gegensatz zur Konkurrenz erst am späten Nachmittag, hat aber dafür bis in die frühen Morgenstunden geöffnet und versorgt in dieser Zeit das gesamte Nauwieser Viertel mit Flüssignahrung. Servus. Servus.
Ich bin hier mit Tom, dem Besitzer vom Medons Getränkeservice, und habe jetzt natürlich ein paar Fragen an den. Möchte euch einfach mal hier meinen Hidden Champion vorstellen, den Tom, der hat einfach immer offen. Tom, warum ist denn das überhaupt so? Ja, weil um die Zeit gibt es in Saarland oder in Saarbrücken eher wenig zu trinken. Und aus einer eigenen Idee ist das halt ein bisschen gewachsen, weil wo will man zu vernünftigen Preisen um 10 bei einer Party noch was kriegen? Das ist richtig und genau deswegen ist Tom mein Hidden Champion. Die Frage ist jetzt, Tom, hast du einfach nur so aufgemacht oder hast du dafür eine extra Lizenz? Ja, nee, ich habe da extra was. Okay, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Sortiment. Was kann man denn alles bei dir kaufen? Ja, also auf jeden Fall haben wir hier als Spezialität die Club Mate, Produkte von der Brauerei Loscher. Aber selbstverständlich gibt es auch noch irgendwie das handelsübliche. Den guten alten Kümmerling. Der Jägermeister darf nicht fehlen. Kümmerling ist hier die optimale Waffe. Kümmerling ist hier die optimale Waffe. Also Kümmerling ist die eigentlich mit das meiste Partygetränk, was wir hier haben. Bitburger, Rothaus Tannenzäpfle ist auch noch eine Spezialität. Desperados. Okay. Hast du denn ein Lieblingsgetränk? Ja. Was wäre das denn? Zurzeit ist es Loscher Radler. Das Loscher Radler. Also an alle, die OrgaTV gucken, runterkommen zum Medons Getränkeservice und Loscher Radler kaufen. Seit wann hast du den Laden jetzt schon so, wie der jetzt gerade ist, in dem Format? Oh, den Laden habe ich jetzt mittlerweile schon seit 6 Jahren fast, ja. Müssten mittlerweile 6 Jahre sein. Und Tom hat uns gerade bei eine Club Mate ausgegeben und ich würde sagen, die machen wir jetzt gleich mal auf. Super Waffe. Und dann auf Medons Getränkeservice. Cheers. Antialkoholisch, so wie sich es gehört im Fernsehen. Kein Alkohol drin. Herr Tom, erzähl doch mal, wer kommt denn hier am meisten in deinen Laden? Oh, das sind sehr viele Studenten. Okay. Partygänger, die sich gerade mit koffeinhaltigen Getränken ein bisschen wach pushen wollen. Alles klar, vielen Dank, Tom. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und dann werden wir uns bestimmt. Genau, jetzt saufen wir mal ein. Das war richtig pink aus. Genug von mir. Jetzt hört ihr, warum Tom auch bei den anderen Mitbewohnern des Nauwieserviertels so beliebt ist. Das ist einfach ein sehr cooler Laden. Der hat super Öffnungszeiten. Man kriegt hier alles. Man kriegt hier sein Bier, seinen Schnaps, falls man nicht einschlafen kann. Und ja, hat immer geöffnet und ist super freundlich. Ja, ich wohne hier nebendran, 2-3 Häuser weiter und es ist eine gute Versorgung. Ab einer gewissen Uhrzeit kann man hier einfach noch Getränke kaufen. Also es ist eine gute Institution, wo man lecker Pilz bekommt, fast bis in die Nacht rein. Aber ganz einfach, ich komme jetzt gerade von Stadt spazieren, kaufe eine Wasser, zwei Bier. Das ist doch super. Alles klar, vielen Dank für das kleine Interview. Schönen Abend noch. Also ich werde hier eigentlich ganz freundlich bedient, ja. Und ich komme nicht allzu oft hin, meistens nach Geschäftsschluss. Und ich kenne den Besitzer halt ganz gut. Ja, okay, coole Sache. Vielen Dank für das kurze Interview, Marc. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Zum Schluss habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe mich für eine kleine Spritztour auf Toms Höllenmaschine geschwungen, welche man für 30 Euro pro Tag mieten oder für 250 Euro hier käuflich erwerben kann. Und zu Gast hier bei uns ist Marc Strauch, der Mr. President vom AStA-Vorstand. Willkommen! Hi! Also die meisten kennen AStA ja wegen der Semestereröffnungsfete oder AStA Open Air, was jetzt auch bald ist. Aber es ist ja viel mehr. Jeden Tag setzt sich das Team für Studenten ein. Aber was ist der AStA und wie wird er gewählt? Der AStA ist eigentlich ein Teil der studentischen Selbstverwaltung der Universität. Das heißt, alle Studierenden an der Uni haben die Möglichkeit, in den Studierendenparlamentswahlen ihr eigenes Parlament zu wählen. Und dieses Parlament vertritt ihre Interessen gegenüber der Uni und aber auch gegenüber der Politik oder allen anderen Leuten. Und dieses Studierendenparlament, das übrigens vom 11. bis zum 15. Juni jetzt wieder gewählt wird, wählt dann aus seiner Mitte oder aus den Studierenden der Universität den AStA. Und der AStA kümmert sich quasi, wie man sich das
von der Regierung quasi so grob vorstellen kann, um die Ausführung dessen, was das Parlament gut findet oder was die Studierenden als ihr Interesse erachten. Und dazu, darunter fällt beispielsweise die Betreuung von ausländischen Studierenden oder Service für junge Familien. Studierende, die also schon Kinder haben, die haben halt ganz andere Bedürfnisse, als es jetzt Singles oder Leute haben, die einfach nur in den Tag hinein studieren. Wir kümmern uns darum, um Leuten zu erklären, wie man sein Studium ordentlich finanzieren kann, wie man dabei Nebenjobs mit dem Studium vereinbaren kann. Wir kümmern uns natürlich auch darum, dass die großen Entscheidungen zusammen mit dem Präsidium nicht zum Nachteil der Studierenden ausfallen. Wir kümmern uns eigentlich um alles, was die Studierenden betrifft. Super. Eine andere Frage. Am Anfang der Legislatur hatte die AStA ja einen anderen Vorstand. Das ist richtig. Was ist passiert? Warum hat sich das jetzt geändert? Meine zwei Vorgänger oder die zwei, die mit mir vorher in dem Vorstandsteam waren, haben sich mehr auf ihr Studium konzentrieren wollen. Eine davon stand kurz vor dem ersten Staatsexamen in Jura. Und leider hatten wir Anfang des Jahres ja mit der Schließung von Wohnheim D dann doch sehr, sehr viel zu tun. Also wir waren dann teilweise 14 Stunden täglich im AStA und das war dann halt für sie die Entscheidung, entweder ihr Studium, also ihr Examen käme zu kurz oder eben das Engagement für die Studierenden. Und dann hat sie gesagt, bevor da irgendwas davon zu kurz kommt, macht sie lieber einen Schnitt und lässt es Leute machen, die wirklich Zeit dafür haben. Und das Gleiche war eigentlich bei Marc Grosjean genauso. Und kurzfristig wurden dann einfach der neue Vorstand gewählt. Genau, und wir haben dann halt gesagt, wir machen das jetzt bis zum Ende der Legislatur weiter, so wie wir es begonnen haben und versuchen weiterhin die Interessen der Studierenden zu vertreten. Aber was mich interessiert, wie finanziert sich denn der AStA und wie wird das Ganze kontrolliert? Der AStA finanziert sich durch Beiträge der Studierenden. Das heißt, jeder von uns überweist ja am Anfang des Semesters einen Semesterbeitrag. In dem Semesterbeitrag sind enthalten die Gebühren für das Semesterticket, die Beiträge fürs Studentenwerk, also dass die Mensa günstig bleibt und Versicherungen sind da auch noch mit drin und unter anderem 8 Euro von diesem Betrag gehen an den AStA und dadurch finanziert der AStA seine Arbeit. Und kontrolliert wird das durch Studierendenparlament. Das Studierendenparlament kriegt also jedes Jahr vom AStA einen Haushalt vorgelegt, also was wir denken, was wir mit dem Geld der Studierenden anfangen sollten. Darunter fällt natürlich ganz klar die Personalkosten des AStA, darunter fallen Projektsachen, also jedes Referat im AStA hat einen eigenen Etat, um Projekte durchzuführen. Diese ganzen Sachen fallen damit rein. Und das Parlament schaut sich den an, der wird dann erklärt in einem eigenen Ausschuss und dann beschließt das Parlament im besten Fall natürlich den Haushalt für die Studierenden schafft. Und kontrolliert wird das Ganze dann am Jahresende immer durch die Innenrevision der Universität. Die macht dann eine richtige Rechnungsprüfung, wie man das ja auch aus der Wirtschaft kennt, und sagt dann, ob alles formal und rechnerisch richtig war. Also alles wird richtig kontrolliert. Genau. Professor Lindenweber wurde in seinem Amt als Universitätspräsident bestätigt. Und die AStA war ja für den Präsidenten. Die Frage ist, wenn die AStA die Studierenden repräsentiert, warum ist Professor Lindenweber gut für die Studierenden hier? Also erstens hatten wir in der Legislatur von Herrn Lindenweber bisher immer recht gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hat eigentlich immer ein sehr offenes Ohr, nicht nur für den AStA oder für dessen Vorsitzenden, sondern für alle Studierenden und deren Belange. Also da gab es eigentlich nie große Probleme mit ihm. Wir haben es immer geschafft, vertrauensvoll mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat uns sehr viele Zugeständnisse gemacht, beispielsweise was die Vergabe von Kompensationsmitteln für die Studiengebühren angeht, dass die Studierenden, das ist fast einmalig in Deutschland, so ein richtiges Mitspracherecht haben, was mit diesen Kompensationsmitteln geschieht. Dafür hat er zum Beispiel extra ein Gremium eingerichtet, in dem Studierendenvertreter sitzen, die das mit ihm zusammen erörtern und dann beschließen. Und deswegen haben wir halt gesagt, von unserer Seite aus gibt es keinen Grund, dass wir mit Herrn Lindenweber so unzufrieden wären, dass wir ihn nicht ohne weiteres für eine weitere Amtszeit empfehlen könnten. Okay. Was ich noch fragen wollte, welche Möglichkeiten hatten der AStA und das Studierendenparlament? Also gibt es einen realen Einfluss auf die Geschehnisse hier an der Universität? Ja, den gibt es. Zum Beispiel beim AStA ist eine ganz alltägliche Sache. Es kommt ein Student zu uns und hat irgendeine Beschwerde. Irgendwas ist mit dem Prüfungssekretariat nicht in Ordnung oder er hat ein Problem, in den Studiengang zu kommen beim Fachwechsel. Dann haben wir eben die Möglichkeit, relativ schnell zusammen mit Stellen an der Universität Abhilfe zu schaffen. Und bei den größeren Sachen, wie beispielsweise Universitätsentwicklungspläne, also wie sich die Universität in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt, haben wir auch immer die Möglichkeit, da AStA-Vorsitz beispielsweise einen Platz im Senat der Universität hat, dort immer mitzureden, alles sofort hautnah zu wissen und dementsprechend auch in den Gremien Gehör zu finden und vielleicht auch dann für unsere Positionen zu werben. Das heißt, du hast immer eine Möglichkeit, wirklich dich bei allen an der Universität auch so einzusetzen und einzubringen, dass dich zumindest die Stimme gehört wird. Also wenn ich jetzt ein Problem habe, komme ich zu AStA? Ganz genau. Gut.
Gut für jedes Problem gibt es wohl einen Ansprechpartner. Genau, das heißt, jeder Student, der ein Problem hat, egal ob es da um Sachen geht, die wirklich das Studium an sich betreffen, also Prüfungsprobleme oder Probleme mit Fachwechseln oder ums um das Ganze drumherum geht, auch das Kulturelle, also wer Lust hat, irgendeine Veranstaltung zu organisieren und sagt, hey, ich spiele unheimlich gerne Musik und ich würde gerne mal sowas wie Rock im Gewächshaus machen, einfach zu uns kommen. Es muss nicht immer Probleme sein. Also wenn Leute irgendwas machen wollen, ein Projekt machen wollen, einfach im AStA vorbeikommen, wir helfen gerne bei allem. Und der AStA hat sogar eine eigene Zeitschrift, wo man dann noch Beiträge schreiben kann. Genau, wer also gerne Beiträge schreibt, also wer sich lieber verschriftlicht, als irgendwelche kreativen Sachen im Bild- und Tonbereich zu machen, kann sich gerne an uns wenden. Unsere zwei Jungs und Mädels vom Shampoos freuen sich immer über Beiträge. Sehr schön. Die Wahlbeteiligung in Stupa lag ja bei 15,2%. Richtig. Das ist ganz schön wenig. Worum liegt das? Und was muss man tun, damit das sich verbessert? Also woran das liegt, ist eine gute Frage. Das größte Argument, das man in letzter Zeit hört, ist, dass es eben an der Bologna-Reform liegt. Das heißt, die Leute haben immer weniger Zeit, neben ihrem Studium nach rechts und links zu schauen, also sich sowohl ehrenamtlich oder politisch an der Uni zu engagieren oder auch in ihren eigenen Fachbereichen. Ich denke allerdings, dass das zu kurz greift. Diese niedrige Wahlbeteiligung haben wir ja nicht erst seit 1-2 Jahren. Das heißt, es gibt ein gewisses Problem für politische Hochschulgruppen oder gerade für politische Hochschulgruppen, sich so präsent zu zeigen am Campus, dass man merkt, hey, es gibt was, da kann ich mitmachen. Und wenn ich da mitmache, kann ich auch wirklich was verändern. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, wie das Studium besser werden kann, habe ich da die Möglichkeit, mich einzubringen. Das heißt, eigentlich müssten die politischen Hochschulgruppen oder alle Hochschulgruppen, egal ob das Fachschaften sind, ob das der AStA ist, müssten eigentlich mehr Werbung machen, dass diese Arbeit nicht umsonst ist, sondern dass man damit den Leuten hilft. Und dann denke ich, kann man auch die Studierenden wieder dafür begeistern, trotz des Stresses mit Bachelor-Master-Systemen und anderen Prüfungsproblemen, sich dann wieder ehrenamtlich zu engagieren und zu helfen. War es in Zeiten von Diplomen überhaupt besser? Was die Wahlbeteiligung angeht, nein. Was das studentische Engagement angeht, zum Teil ja. Du hattest bei den klassischen Studiengängen wie Magister und Diplom oder auch die Staatsexamenleute haben heute noch einen Tick mehr Zeit als die Bachelor-Master-Studenten. Das heißt, die hatten immer ein bisschen mehr Zeit, auch über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich auch für andere Sachen zu interessieren als für ihr eigenes Studium. Okay. Apropos, in meiner nächsten Frage geht es nämlich um die Bologna-Reform. Es gab einen vernichtenden Bericht von dem ersten, und zwar Nullnummer statt Turbo-Abschluss. Hast du es gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Dabei war es so, dass 80% der Unternehmen, so heißt es im Bericht, würden lieber einen Master einstellen als einen Bachelor-Studenten. Für mich ist dann der Reform eigentlich gescheitert. Ist es nicht so? Das ist eine gute Frage. Also diese Reform war meines Erachtens von Anfang an sehr schlecht geplant und noch viel schlechter umgesetzt. Das heißt, es gab viele Leute, sowohl in Studierendenschaften als auch von Professorenseite, die gedacht haben, naja, lass die das mit dem Bologna mal machen, das kommt sowieso nicht. Und dementsprechend schlecht waren auch viele Universitäten vorbereitet auf diesen Umstellungsprozess. Allerdings ist meines Erachtens nicht das große Problem, wie du diesen Studienabschluss nennst, sondern dass du versuchst, das Studium studierbar zu machen, dass die Leute auch wirklich eine Chance haben, ein Studium zu bekommen, mit dem sie berufsqualifizierend ausgebildet werden und das ganze Studium auch tatsächlich so überbrücken können, dass sie nicht nur studieren, sondern auch während dem Studium noch was anderes lernen können, wie beispielsweise studentisches Engagement oder wer sonst irgendwas machen will, wer sich gerne lieber im Theater an der Uni engagiert, soll das machen können und soll das nicht deswegen nicht machen können, weil er keine Lust drauf hat, sondern weil er keine Zeit dafür hat, weil sein Studium ihn überfordert. Aber es gab ja eine Alternative. Ich meine, ein paar Professoren haben sich ja zusammengesetzt und wollten dann den Diplom wieder einführen. Ganz genau. Aber die AStA heute hat ja eigentlich sich für den Bachelor entschieden. Also sie waren ihnen nicht wirklich eine große Hilfe. Woran lag das dann? Wenn es schon eine Alternative gab. Das Problem dabei ist, was ich eben schon sagte, es ist im Endeffekt egal, wie der Studienabschluss heißt. Wenn du ein Bachelor-Master-System hast, das so aufeinander aufbaut, dass es dich wie ein Diplom qualifiziert und dass du auch am Schluss den gleichen Workload hast wie bei einem Diplom, ist es eigentlich egal, wie das Ding am Ende heißt. Aber was für uns wichtig war, war, es gab eben Bachelor-Studenten hier an dieser Uni und die gibt es heute noch. Das heißt, die waren erstmal da und die konnten wir nicht einfach irgendwie über die Schippe springen lassen. Das heißt, wir mussten für die, die schon da waren und schon das Problem mit diesem Über
überfrachteten Bachelor hatten, für die mussten wir irgendwie Lösungen finden, dass deren Studium einfach auch studierbar wird. Du kannst nicht einfach 600 bis 700 Studenten, die einen Bachelor studieren, einfach ausgrenzen und sagen, ja, tut uns leid, ihr habt halt ungünstig angefangen zu studieren, weil ihr in einem falschen Jahrgang seid. Für alle anderen vor euch war es gut und für alle anderen nach euch wird es auch wieder gut sein. Aber ihr seid jetzt halt die 3-4 Jahre, die total verloren sind, und das konnten wir nicht machen, weil wir sind eben die Vertretung der Studierenden und wir müssen schauen, dass auch die Studenten, die schon hier sind, auch ihre Studienabschlüsse ordentlich erwerben können. Aber war es nicht so, dass man denen auch die Möglichkeit dann gegeben hätte, in den Diplom nochmal einzusteigen, nachdem man mit dem Bachelor fertig ist? Die Frage war ja, ob das Diplom überhaupt so einführbar ist. Da gab es ja diverse Rechtsbedenken. Also wie gesagt, ob das Ding Diplom oder Bachelor heißt, du kannst es auch ganz anders nennen. Das ist völlig egal. Es muss halt nur diesen Bologna-Kriterien entsprechen. Wenn es dazu einen Vorschlag gibt, der das Studieren für die Studenten besser macht, bin ich jederzeit gerne bereit, einen Dialog dazu aufzunehmen. Aber solange es nichts gibt, wovon ich ganz sicher bin oder wo ich ganz verbrieft bekomme, dass die Studierenden dadurch keinen Rechtsnachteil haben, das heißt, die erwerben einen Abschluss, der nachher nichts wert ist, weil er nicht auf dem Bologna-Prinzip beruht und damit nicht vergleichbar ist, können wir sowas nicht machen. Wenn es sowas gibt, wenn jemand einen Vorschlag in der Schublade hat, soll er zu mir kommen. Ich bin bereit, über alles zu reden, was das angeht, solange die Studierenden dadurch einen Vorteil haben, nämlich dass ihr Studium wieder ein richtiges Studium wird und keine weitere Schule. Okay. Du hast ja gesagt, dass bei der BWL zum Beispiel interne Reformen, dass da welche gab, zum Beispiel die Streichung von 3 schlechtesten Noten. Mhm. Gibt es jetzt noch weitere, die geplant sind? Ja, es gab letztes Jahr gab es eine große Umfrage unter den BWL-Studierenden, also unter den BWL-Bachelor-Studierenden. Da wurde abgefragt, was so die größten Probleme in ihrem Studiengang sind. Da ist es dann, sind beispielsweise Sachen gekommen wie diese Streichklausuren. Das heißt, du hast ja sehr starke modulare Ausbildung von dem Studiengang. Und wenn dann ein Modul dabei ist, das du zwangsweise machen musst, was dir aber nicht so wirklich liegt, und du machst dann da bis sonst eigentlich ein Kandidat, der immer so irgendwas zwischen 1.0 und 2.0 schreibt, und hast dann das Problem, dir haut dann eine 4.0 wirklich mal richtig rein und reißt deinen ganzen Schnitt nach unten. Ja. Den wollten wir durch die Streichklausuren eben die Möglichkeit geben, dieses Problem auszumerzen, dass also nicht die ganze Bachelor-Abschlussnote dadurch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Weiter haben wir dann festgestellt, es gab eine Tendenz der Studierenden, sie wollten gerne die Seminararbeit optional machen und nicht mehr verpflichtend. Mhm. Da war natürlich die Frage, die Seminararbeit bereitet sich halt sehr gut auf die Bachelorarbeit oder auf eine Masterarbeit vor. Einziges Problem war eben, dass nicht immer alle Studenten zum Zuge kamen, weil es nicht genug Seminarplätze gab. Da wurde uns jetzt zugesichert, dass die Seminararbeit zwar nicht optional wird, aber dass sich die BWL quasi verpflichtet, in Zukunft genügend Seminarplätze anzubieten. Ein weiterer Punkt war beispielsweise der Mathematikschein oder beziehungsweise die beiden Mathematikscheine. Mhm. Da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, die wir eventuell dieses Jahr noch einführen können, die den BWL-Mathe-Schein insofern reformiert, dass es dann nur noch einen gibt, der 9 Credit Points ist, anstatt die 2, die beide zusammen 12 waren. Das heißt, es würden 3 Punkte in den Wahlbereich rücken und die Studierenden hätten ein bisschen mehr Zeit. Also die sich wirklich für Mathematik interessieren, könnten noch Mathe vertiefend machen und alle anderen könnten irgendwas machen, was ihren Neigungen mehr entspricht. Aber man kann trotzdem dann Mathe noch streichen lassen. Du kannst die 3 schlechtesten Noten, die du hast, werden automatisch gestrichen. Mhm. Wenn das jetzt in dem Fall Mathe ist, wird es mitgestrichen. Aber du hast keine Wahlmöglichkeit. Das heißt, du kriegst nur die 3 schlechtesten Noten gestrichen. Gut. Du hast vorhin erwähnt, Wohnheim D, das ist ja geschlossen. Was hat denn ASTA gemacht, um den Studenten zu helfen? Wie sieht denn diese Situation heute aus? Also als wir davon erfahren haben, dass das Wohnheim D geschlossen werden muss, das war für uns natürlich alle erstmal ein Riesenschock. Also wir wussten zwar, dass es da bauliche Mängel gibt, das war ja auch seit 2004 bekannt und ist auch immer von den diversen Asten dann angemerkt worden und auch immer wieder kritisiert worden, dass da einfach nichts passiert, egal ob jetzt von Seiten des Studentenwerks oder von Seiten der Universität oder auch von Seiten des Landes. Wir haben dann aber, als dann die Meldung kam, dass es geschlossen wird, sofort angefangen, für die Studierenden Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben dann zusammen mit dem Studentenwerk eine Informationsveranstaltung für die Heimbewohner abgehalten, wo dann überhaupt erstmal aufgeklärt wurde, was ist denn im Moment gerade Sachstand, also worum geht es eigentlich gerade. Mhm. Weil für die war natürlich das Allerschlimmste, die haben einen Zettel im Briefkasten gefunden, euer Heim wird geschlossen, ihr werdet quasi obdachlos. Das war das Erste, was denen im Kopf durchging. Und dann haben wir natürlich versucht, irgendwie die anderweitig unterzubringen. Das ist auch sehr gut, das hat auch sehr gut funktioniert. Es ist niemand mehr im Wohnheim D, der keine Wohnung gefunden hätte. Mhm. Das heißt, das Wohnheim D ist tatsächlich leer. Wir haben einen studentischen Umzugsservice eingerichtet. Das heißt, die Studierenden konnten für ihren Umzug aus dem Wohnheim D die Transporter der Universität und vom Studentenwerk benutzen, kostenlos, um damit ihren Umzug zu machen. Das hat in Koordinierung mit der Uni und dem Studentenwerk sehr gut funktioniert. Und wir haben natürlich immer wieder ein offenes Ohr für alle Studenten gehabt, die irgendwelche Probleme abseits davon noch hatten mit Wohnungswechsel. Das ist ja super.
Stimmt. Ein Zuschauer fragt mich gerade noch, ob 17-Jährige auch an der Wahl teilnehmen dürfen. Ja, dürfen sie. Dürfen sie? Es ist so, alle ordentlich immatrikulierten Studenten an der Universität dürfen wählen. Perfekt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir hoffen, dich auch öfters dann hier zu Gast zu haben. Ja, dazu. Darfst gerne wiederkommen. Gerne. Wenn ihr mich nochmal einladet, komme ich gerne wieder. Gut, super. Also, ich habe noch ein paar Veranstaltungen, die ich euch nennen möchte, was jetzt am Wochenende so los ist. Zum Beispiel für die, die letzte Woche die Sendung gesehen haben, die wissen ja, was ein Science Slam ist. Das findet jetzt am Freitag im Kamera 2 um 20 Uhr statt. Ich denke mal, die Tickets kann man noch kaufen. Ja. Am Samstag ist in der Uni Tag der offenen Tür. Da müsst ihr alle hinkommen. Da gibt es verschiedene Vorträge. Ist ganz viel los. Man kann sich ein bisschen umschauen, was sonst noch an der Uni los ist, außer dem eigenen Studiengang. Dann am Sonntag ist eine Veranstaltung um 11 Uhr. Die heißt Schokolade zum Frühstück. Ist im Botanischen Garten. Und das ist eine Informationsveranstaltung über Kakao, wie Kakao angebaut wird. Man kann bestimmt was probieren. Und am Wochenende ist die MS in Saar Louis. Da müssen wir auch alle hingehen. Perfekt. Ne? Da treffen wir uns, ja. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Woche. Bye, bye. Tschüss.